werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetics und ich grüße euch herzlichst in einem ganz spontanen Manga Newsflash, denn ja, ich wollte mich gerade hinlegen, schön bisschen SpongeBob spielen und dann plötzlich Discord neue Lizenzen schon wieder, diesmal wieder von Egmont, die es über ihr eigenes Programmheft bekannt gegeben haben. In dem Fall leider noch nicht die Boys Love Lizenzen, die wahrscheinlich da drin sein werden, aber schon mal zwei normale Lizenzen und what the fuck, ich war wow, direkt weggehauen. Ich blende euch hier mal kurz die Seite ein, dank Akashara. Die Gute hat mir das nämlich zukommen lassen. Und ja, jetzt lese ich euch mal kurz vor, worum es sich, welche Lizenz es gibt. Da haben wir nämlich zum einen Niji und Kuro, Bund fürs Leben. Daran dreht es sich um vier Studenten. Kuro ist alles im Leben, entweder schwarz oder weiß. Leider bringt sie diese Einfachung der Dinge immer wieder in Schwierigkeiten und führt schließlich sogar dazu, dass sie ihren Job in einem Café verliert. Frustriert macht sie sich auf den Weg nach Hause und dabei eine merkwürdige Entdeckung. Auf der Straße steht ein Käfig, in dem sich eine kleine, bunter, schillernde Kreatur befindet. Sie ahnt nicht, dass es das niedliche Geschöpf ihr Leben für immer verändern wird. Davon habe ich tatsächlich schon öfter gehört, also als ich den gesehen habe, dachte ich so, warte mal, den kenne ich doch. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass wir den bekommen. Allerdings die andere Lizenz ist das wahre Highlight für mich, und zwar Emanon von Kenji freaking Tsuruta. Daran dreht es sich um, eines Abends im Februar 1967 besteigt ein junger Mann eine Fähre, die ihn zurück auf seine Heimatinsel Kyushu bringen soll. An Bord kommt er mit einem Hippie-Mädchen ins Gespräch, das eine seltsame Faszination auf ihn ausübt. Auf die Frage nach ihrem Namen gibt sie ihm nur scherzhaft Emanon zur Antwort. No name, aber rückwärts. Je länger ihre Gespräche andauern, desto klarer wird, dass Emanons Erinnerungen viel weiter zurückreichen, als er je für möglich gehalten hätte. Und ich weiß, da denke ich so, ja, okay, sieht ja ganz cool aus, ne? Aber warum ist denn das besonders? Ganz einfach, es ist Kenji freaking Tsuruta. Das ist ein Mangaka, von dem hat mir einmal, meine ich was auf Deutsch, und zwar Forget Me Notten. Das war vor einigen Jahren. Also ganz, ganz, ganz früher. Ist ein sehr, sehr netter Einzelband, wenn auch sehr abruptes Ende. Und Kenji Tsuruta ist vor allem für eins bekannt. Sein bombastisches Artwork. In dem Fall hier von Wandering Island. Eine Reihe, die irgendwie noch läuft, irgendwie auch nicht. Und ja, das ist halt einfach immer ein Augenschmaus, ein Werk von ihm zu lesen. Und ganz ehrlich, ich wollte es mir eh schon auf Englisch holen, aber wenn jetzt freaking Egmont Emanon holt, geil. Einfach nur freaking geil. Und auch das andere Niji und Kuro klingt super vielversprechend. Und ich denke mir ja nur so, was geht da gerade bei Egmont ab? Mal im Ernst, Homunculus Neuauflage, Holic Neuauflage, Emanon, man gibt freaking Kenji Tsuruta nochmal eine Chance. Hat man irgendwie das Egmont-Team irgendwie ausgetauscht oder was ist da los? Das ist no joke. Selbst wenn jetzt nur noch Scheiß-Lizenzen kämen, wirklich einfach nur noch die Grütze der Grütze, wäre das immer noch eins der besten Egmont-Programme seit langem. Aber Alter, Kenji Tsuruta, dass ich den Tag noch erleben darf. Ich weiß, René freut sich da wahrscheinlich gerade auch übelst drüber. Weil das ist ein Mann, der gerade in Deutschland nie den Respekt verdient hat, den er für sein Artwork allein verdient hätte. Und ja, nun möchte ich von euch wissen, was haltet ihr von diesen Lizenzen? Schreibt mir gerne unten rein. Ansonsten über einen Daumen nach oben würde ich schon, über ein Abo sowieso. Wenn ihr nur noch Manga kaufen wollt, unten sind meine Affiliate-Partner verlinkt. Wenn ihr über meinen Link kauft, ich kriege eine Provision, ihr zahlt nichts. Und ja, danke fürs Zusehen und what the fuck. Ich gehe jetzt SpongeBob spielen. Ciao.